Darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich stelle es Ihnen frei, wie Sie arbeiten, und damit machen Sie es fast alle kooperativ, bis auf die Einzelgänger. Und die versuche ich halt dann irgendwie gerade zu den sozial Engagiertesten mit zu integrieren, dass der mit reinkommt. Deswegen sind die trotzdem einzeln. Das ändert auch an der kooperativen Arbeit nichts. Und dann ab und zu aber wieder sehr viele individuelle Phasen, aber nicht, weil ich das geschickt finde, sondern weil ich weiß, in der Schulaufgabe sind sie individuell unterwegs. Da bringt es nichts, wenn sie zu dritt irgendwie zusammenhocken. Also man müsste ein bisschen an der Testmöglichkeiten was drehen, damit man da auch kooperative Elemente in einem Test zulässt. Weil was da entsteht, das könnt ihr bestimmt auch bestätigen, wenn vier gute Leute zusammenstehen, das ist abartig, was die teilweise für Lösungen bringen. Da hocke ich eine halbe Stunde, bis ich draufkomme, was die getan haben. Und das sind so die Vorteile, deswegen will ich immer kollaborativ sein, aber nicht alle können das. Darf ich? Ja? Ist das an Ihrer Schule in der Fachkonferenz verbreitet oder eher so einzeln? Die dürft ihr auch beantworten. Du bist doch der mit dem Digitalen, mach das mal, ne? Genau. Tatsächlich habe ich am Anfang Schiss gehabt, ich mache viel falsch und habe meine Kollegen nicht mit ins Boot geholt. Ich habe meinem Chef, damit der Chef weiß, und habe irgendwann den Punkt verpasst, das meinen Kollegen zu sagen, und dann war irgendwann ein Zeitungsartikel da und das war dann ungeschickt. Ja? Also meine Kollegen wussten nichts, aber die Zeitung. Es ist aber tatsächlich so, dass es am Schluss an einem hängen bleibt. Und ich versuche jetzt gerade Leute mit ins Boot zu holen. Wir machen das in einer Jahrgangsstufe komplett, gemeinschaftliches Material erstellen. Gut, ich mache die Videos, aber die machen quasi die Prozesse im Unterricht, die Projekte bereiten sie vor oder das differenzierte Arbeitsmaterial. Eine Kollegin, die ist mega engagiert, die sagt, boah, die findet das klasse. Und ich sage, ja, hey, mach doch das nächste Jahr, du hast einen kompletten Kurs, ist schon alles drin. Sie sagt, nee, wird sie nicht machen. Ich sage, wieso? Sie sagt, dann schaut so aus, als könnte ich es selber nicht. Also das Fremdmaterial zu verwenden, scheint die höchste Hürde beim Flip Classroom zu sein. Das heißt, wir verstehen, oder die meisten verstehen uns vielleicht immer noch so, dass die Wissenshoheit bei uns liegt. Und wir müssen unser Wissen weitergeben. Dass diese Wissenshoheit mittlerweile in Deutschland bei 800.000 Kollegen liegt, da könnte man doch das Teilen anfangen wie nochmal was. Und ich glaube, das ist eigentlich der nächste Step. Da geht es noch nicht um Flip Classroom. Wir müssen Materialien von Kollegen austauschen. Wir müssen gemeinsam entwickeln, weil dann findet auch Schulentwicklung statt. Wenn mal das Lehrerzimmer endlich wieder, wenn es im Lehrerzimmer endlich wieder um Unterricht gehen täte, was meint man, was wir aus Unterricht rausholen könnten? Bei uns geht es um Kaffeemaschine, bei uns geht es um die doofen Schüler und bei uns geht es darum, und wie viele Vertretungsstunden können wir eigentlich noch zulassen. Aber dann kommt bei mir ja häufig dann das Argument, das schaffe ich zeitlich nicht. Und da muss man jetzt einen Tod sterben. Entweder man will selber das ganze Zeug machen oder man muss es von anderen nehmen, wenn man keine Zeit hat. Ja, aber jetzt schülerzentriert zu arbeiten und dann irgendwann zu sagen, nee, Zeit habe ich dafür keine und Fremdmaterial will ich auch nicht nehmen, ich mache leider weiter meinen Frontalunterricht, wäre das falsche Ergebnis. Ja? Diese offene Lernformen ist ja eine sehr starke Lehrer-Schüler-Beziehung dann anschließend. Ich habe eine Klasse, die mag mich nicht. Die mag mich überhaupt nicht. Gut, die mögen keinen Lehrer, aber die mögen auch nicht Schule und nichts. In diesem Konzept verliere ich fast alle Nerven. Also jetzt nicht im Sinne, dass ich sie rumschreie und was weiß ich kriege das schon hin, aber da reibe ich mich auf. Und deswegen kann ich da Lehrer nachvollziehen, wenn die Chemie dann nicht stimmt. Und man muss mit denen jetzt 45 Minuten lang interagieren, das kann auch explodieren danach. Deswegen muss man da auch immer ganz stark von der Lehrerpersönlichkeit ausgehen. Das hast du, glaube ich, auch so gesagt. Selbst wenn auf Dauer die Kollegen die eigenen Videos nicht verwenden wollen, also meine Videos nicht verwenden wollen, die Schüler tun's. Ja? Also die kompletten Jahrgangsstufen, die ich mittlerweile gedreht habe, werden an der Schule bei mir komplett angeschaut, auch wenn es im Unterricht nicht verwendet wird. Von daher, das passt ja dann auch dazu. Der Lehrer macht einen guten Präsenz und das Video am Nachmittag steht für die zur Verfügung, die es brauchen. Was mir jetzt als nächstes vorschwebt im Workshop, ist, dass wir uns konkret Unterrichtsstunden raussuchen, die geflippt werden sollen. Ich habe, das war ja auch im Video mit drin, ich habe es nur noch mal kurz dabei, es gibt ja meiner Meinung nach mehrere Möglichkeiten. Einmal gebe ich ein Erklärvideo als Vorbereitung auf und mache das alles. Eigentlich das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Ja? Alternative Möglichkeit, ich lasse eine Stunde lang projektorientiert arbeiten beziehungsweise offen arbeiten oder im Plenum arbeiten, mit dem aktiven Plenum, und lagere das Video als Erklärvideo nach. Das heißt, ich lasse die eine Stunde lang, wenn es dumm läuft, in Sackgassen reinlaufen, aber ich lasse sie arbeiten, ausprobieren und fange sie mit einem Erklärvideo wieder auf.
Und dann, weil das Ganze eigentlich noch nicht so ganz entdeckend ist, mache ich jetzt überwiegend Impulsvideos vorher. Offene Aufgabenstellung mit Aktivieren von Grundwissen. Dann im Plenum Ergebnisse sammeln, ich als Moderator oder Schüler als Moderator, Ergebnisse sammeln, aber keine Ergebnissicherung an der Tafel, sondern das wird dann quasi als Hausaufgabe aufgegeben. Also das Erklärvideo steht dann am Ende dieser Sequenz. Diese drei Formen gibt es, ich habe das mit Schülervideo zwischendrin erstellen, einfach mal rauslassen, weil das ist nochmal ein, finde ich, viel komplexeres Thema. Diese drei Formen, wenn der Lehrer die Videos erstellt, wie man sie einsetzt. Vorbereitend, zur Nachbereitung oder als Impulsvideo davor und Erklärvideo danach. Und genau so habe ich jetzt vorne ein Placement vorbereitet. Wer kennt denn ein Placement? Oh, super, ich habe es bis vor einem Monat noch nicht gekannt. Das ist quasi ein DIN A3 Blatt, wo es darum geht, hier zum Beispiel um Impuls und Erklärvideo. Die Gruppe heißt 2, weil es immer 2 Gruppen von jedem Bereich geben wird. Und jeder soll sich eine Unterrichtsskizze zusammenstellen, wie er sich eine Unterrichtsstunde mit Erklärvideo vorstellt. In dem Fall halt ein Impuls vorangestellt und ein Erklärvideo nachgestellt. Die andere Gruppe, die heißt dann zum Beispiel Erklärvideo als Nachbereitung. Wie konzipiere ich eine Unterrichtsstunde, wenn das Erklärvideo nicht vorher erklärt, sondern nur nachher erklärt? Ich glaube, der Rest ist dann selbsterklärend. Wir werden jeweils 4er-Gruppen haben, also es sind immer jeweils 4 Unterrichtsskizzen, die bitte einfach nur so aufschreiben, dass man es kurz nachvollziehen kann. Sie brauchen da keine didaktische Analyse schreiben, sondern nur eine kurze Unterrichtsskizze. Und damit wir das Ganze natürlich auch völlig hip machen, habe ich QR-Codes dabei. Das heißt, wer einen QR-Code-Reader hat, der sollte jetzt seinen eigenen QR-Code fotografieren. Da steht nämlich drin, welcher Gruppe Sie zugehören. Die erklären gar nicht. Die geben eine offene Aufgabenstellung oder einen Impuls, mit dem man möglichst das Thema erarbeiten könnte. Also jetzt zum Beispiel, das links unten ist ein Impuls, da heißt das Thema Trapeze. Rechts sieht man es vielleicht noch ein bisschen. Und links gibt es 4 Figuren, wo eines kein Trapez ist. Ich verwende den Begriff Trapez aber nicht, sondern sage, diese 4 Vierecke, passt 1 nicht dazu und 3 gehören zusammen. Findet das 4. das nicht dazugehört und erzählt mir, warum die anderen 3 zusammengehören. Ist ein Impuls, wo quasi das Thema erarbeiten lässt. Okay? Oder wenn man zum Beispiel Brüche addieren macht oder so, dass man da irgendeine offene Aufgabe vorher gibt. Von mir aus auch eine algebraische Aufgabe und Sie sollen durch Visualisierung was draufkommen. Sie haben jetzt ungefähr 10 Minuten Zeit, so eine Skizze zu machen und sich auszutauschen. Anschließend bitte die Ergebnisse, jetzt habe ich die Präsentation natürlich nicht mehr da, die Ergebnisse in die Mitte schreiben. Was sind Kriterien für eine solche Unterrichtsstunde? Also zu welchen Themen sollte man diese Form der Unterrichtsstunde wählen? Terme einführen, binomische Formeln einführen, geometrische Figuren oder sowas machen. Also so ein bisschen in die Mitte zusammenschreiben, bei welcher Unterrichtsstunde macht ein Erklärvideo vorher Sinn? Oder je nachdem, wenn Sie ein Impulsvideo haben, welche Unterrichtsstunden sind es, die diese Form des Unterrichtens wichtig haben? Und am Schluss bitte die eigene Unterrichtsskizze und die Kriterien aufs Padlet hochladen. Da ist ein Link drauf, da können Sie das dann posten bzw. mit Ihrem Smartphone entweder abfotografieren oder auch per Text eingeben. Das, der Link in der Ellipse innen drin. Und dann würden wir uns um 20:30 wieder treffen. Bis nachher. Darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Nur noch 10 Minuten. Was jetzt hier passiert, ist genau mein Problem beim Flipped Classroom. Diese Stunde darf jetzt eigentlich nicht enden. Weil, und das ist genauso was von einer Doppelstunde, jetzt sind Sie alle in Gesprächen drin, wahrscheinlich gerade erst mitten im Thema. Wahrscheinlich wäre jetzt noch eine Stunde Zeit locker drin. Ja? Oder man hat sich noch nicht einmal ansatzweise mit der Thematik auseinandergesetzt oder ist jetzt richtig drin. Nur meine Unterrichtsstunde endet nach 90 Minuten, genauso wie sie hier nach, was sind es? Auch 90 Minuten endet. Deswegen muss man da immer wieder den Bogen reinbringen. In dem Fall, wenn es jetzt eine Unterrichtsstunde wäre, würde ich sagen, passt auf, das war heute Bombe, wir machen morgen genau an der Stelle weiter. Leider haben wir morgen nicht mehr das Vergnügen miteinander, deswegen muss ich hier einen kurzen Einbruch machen. Was in jeder Gruppe toll zu sehen war, es gibt nicht dieses eine
Thema, das genau in ein Muster reinpasst. Es gibt nicht dieses eine Thema, das auf alle Schulen gleich erklärt oder erarbeitet wird. Es gibt nicht die Möglichkeit, im ganzen Schuljahr immer entdecken zu lernen. Das hat einen einfachen Grund. Irgendwann müssen wir auch ein bisschen schneller vorankommen und dann wird wieder erklärt. Also, es sind nur drei Möglichkeiten, Flipped Classroom umzusetzen. Was Sie daraus machen, hängt immer von Ihrem Fach ab, ist hier Mathe, hängt aber von Ihrer Persönlichkeit, hängt von Ihren Schülern ab und hängt auch davon ab, wie viel Zeit Sie haben. Das heißt, man kann nicht sagen, bei dem Thema immer nur dieses Video, sondern Sie müssen ganz viele andere Sachen auch noch berücksichtigen. Ich habe momentan Abschlussprüfung. Ich habe nicht so viel Zeit, mir ganz viele didaktische Modelle zu überlegen. Ich muss nebenher ständig korrigieren. Ich erkläre momentan. Das ist nicht gut, das weiß ich, aber wenn ich am Schluss den Stoff nicht durchgebracht habe, ist es auch nicht gut. Und deswegen haben wir leider immer halt einen Mittelweg, auch wenn es nicht immer der wertvollste ist. Gut, dieses Padlet ist bewusst jetzt so, dass wir das nicht hier im Plenum nochmal besprechen. Sie haben das zur Tiefe wahrscheinlich in Ihrer Gruppe besprochen und es ist auch so, dass das ja nachhaltig ist. Das heißt, Sie haben den Link, den, wenn Sie jetzt gerade nicht dieses Placemat zur Hand haben, fotografieren Sie sich vielleicht diesen Link nochmal ab. Dann können Sie nachträglich lesen, was haben die anderen für Unterrichtssequenz gemacht, wie haben die sich überlegt, ein Video einzusetzen. Seien Sie einfach kreativ, beziehungsweise schauen Sie, was andere machen und probieren Sie einfach aus. Das, was man am Schluss sagt, es gibt nicht den perfekten Unterricht, gibt es auch nicht den perfekten Flipped Classroom, sondern nur den, der am besten zu Ihrer Situation passt. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, was ist eigentlich guter Unterricht? Und ich meine, wenn man sich diese Aufzählung von Hilbert Meyer anschaut, ich hätte zig andere Beispiele nehmen können von Kriterien für guten Unterricht, sind viele Dinge mit dabei, die ein Flipped Classroom erreichen kann. Aber ein Video macht noch keinen guten Unterricht. Ein Flipped Classroom macht noch keinen guten Unterricht. Das, was Sie in Ihrer Präsenz rausholen, das kann guten Unterricht machen. Und das ist klare Strukturierung, vorgegeben durch eine klare Struktur, zum Beispiel auf einer Lernplattform. Ja? Man muss nicht mehr den Schülern sagen, schreibt es vom Heft ab und darauf vertrauen, Sie haben es. Es steht schon auf der Lernplattform. Eine klare Strukturierung, eine klare Abfolge von Arbeitsaufträgen und Materialien. Hoher Anteil echter Lernzeit. Ich glaube, das ist das höchste Ziel beim Flipped Classroom, möglichst viel Zeit für echtes Lernen in der Präsenz rauszuholen. Nur, dann muss man in dem Fall auch diesen großen Schritt zurückgehen können. In der Präsenz habe ich als Frontallehrer nichts mehr verloren. Beziehungsweise als, ich habe so viele frontale Phasen in einem Erklärvideo gehabt, in der Präsenz muss ich wirklich zwei Schritte zurückgehen. Und wenn es darauf hinausläuft, dass ich dem Schüler sage, lass dir 20 Minuten Zeit, aber das kriegst du jetzt selber raus. Nicht immer wieder ins Erklärmodus fallen. Lernförderliches Klima ist etwas, was wir schaffen können, aber das ist ein langer Weg dorthin. Auch wiederum, das kann Flipped Classroom schaffen, wenn wir uns auf Kollaboration, kreatives Denken und Kommunikation versuchen zu festigen. Inhaltliche Klarheit, das kommt halt aufs Video an. Oder auf dem, was wir, wie wir unsere Arbeitsaufträge formulieren, die dann auf der Lernplattform stehen. Sinnstiftendes Kommunizieren haben wir vorher glaube ich, ganz ausführlich gehabt. Ihnen das beibringen, wie man sinnstiftend kommuniziert. Das Kommunizieren ganz hochhängen, dass die Leute sich verständigen können. Methodenvielfalt, da würde jetzt mein Konrektor sagen, zu Recht, Flipped Classroom ist im Endeffekt, aber wenn ich es dauerhaft mache, wieder eine Engführung. Genauso wie wenn ich dauerhaft Frontalunterricht mache. Deswegen sehe ich Flipped Classroom eigentlich nicht als Methode, sondern als Rahmenkonzept. Ich gebe einen Rahmen vor. Flipped heißt ja für mich, ich lagere das Video aus. Das mache ich nicht. Ich mache eigentlich einen großen Bogen und alles Material ist da dabei. So wie ihr das eigentlich noch zur Perfektion treibt, indem man dann sagt, über den Zeitraum ist das und das Material. Und dann habe ich doch ganz unzahlreiche Möglichkeiten, Methoden einzubauen. Das aktive Plenum einzubauen, kommunikative Elemente mit einzubauen, entdeckende Elemente mit einzubauen, haptische Elemente. Die Methodenvielfalt im Konzept Flipped Classroom ist riesig. Man darf es nur nicht als Videomethode verstehen, weil dann hat man es, glaube ich, falsch verstanden. Und dann, wenn man immer das Gleiche macht, ich glaube, dann hat man das Methodenvielfalt auch verletzt. Individuelles Fördern ist ja das große Versprechen vom digitalen Lernen oder digitalen Lehren, dass man individuell auf die Schüler eingehen muss, kann, ist keine Voraussetzung, aber bestimmt auch möglich. Intelligentes Üben sehe ich jetzt im Matheunterricht definitiv mit dabei, weil ich viel mehr Zeit für die Übung habe. Jetzt wären die Übungen intelligenter. Meine erste Unterrichtsstunde war nach 20 Minuten vorbei, weil ich gar nicht mit gerechnet habe, dass die in der Zeit so schnell rechnen können, weil ich ja nichts mehr mit Erklären zu tun hatte. Jetzt kann ich Aufgaben einbauen, da habe ich früher nur von geträumt. Klare Leistungserwartung hat überhaupt nichts mit dem Konzept zu tun. Das ist immer etwas, was an der Person hängen bleibt. Eine vorbereitete Umgebung, ja,
Aber man muss es vom Klassenzimmer lösen, sondern in das digitale Klassenzimmer übertragen. Dort ist die Umgebung vorbereitet. Das sind die Kriterien von gutem Unterricht. Und nochmal, ich habe ein Fragezeichen hinten dran gesetzt, ist nicht der zwingende Fall. Wie hat es einer auf dem Vortrag mal gesagt, man kann auch mit Videos und Flipped Classroom schlechten Unterricht machen. Das ist am Schluss das, was Sie draus holen. Ja, es ist keine eierlegende Wollmilchsau, mit der morgen alles gut wird. Es ist etwas, zu dem Sie stehen müssen. Und wenn Sie nicht dahinter stehen, glaube ich, wird es auch nicht funktionieren. Es ist nur eine Möglichkeit, vielleicht sich ein bisschen besser wegzuhalten. Richtig, aber was ich dazu gemeint habe, wenn Sie jetzt ein Video aus Hausaufgabe aufgeben, haben Sie nicht am nächsten Tag lernförderliches Klima. Sondern das ist ein wahnsinniger Prozess. Ich möchte behaupten, dass ich bestimmt 3-4 Monate brauche, bis das lernförderliche Klima in der Gesamtheit hergestellt ist. Manche können es nach einer Stunde, 5 Leute, lernförderliches Klima, kann ich das nächste Jahr allein rechnen lassen. Aber beim anderen kann es Kampf sein oder kann es Motivation sein oder eben auch, wie hast du gesagt, Techniken beibringen, wie man lernt, wie man lernförderlich das Klima herstellt. Von daher alles richtig, stimmt schon. Nur ich möchte damit sagen, ein Videoeinsatz heißt nicht morgen 10 Kriterien von gutem Unterricht erfüllt. Und dann gibt es ja noch, der Dejan Mihajlovic, auch bei Twitter sehr bekannt, hat das aufgestellt, das 4K-Modell des Lernens. Man sagt so, die 21st Century Skills. Also das andere war guter Unterricht und das sind jetzt quasi, was für Kriterien braucht man eigentlich, um für morgen, für die Welt von morgen vorbereitet zu sein. 4K für Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken. Jetzt wirft man dem Flipped Classroom vor, das wird hier nicht erfüllt. Finde ich überhaupt nicht. Also definitiv wird Kommunikation erfüllt. Weil so kommunikativ wie bei mir ist es noch nie gewesen. Vorhin hat eine Kollegin gesagt, bei ihr ist es sehr leise im Unterricht. Kann ich leider nicht bestätigen, ich muss ständig für Ruhe sorgen. Aber nicht, weil die ratschen und Quatsch machen, sondern weil sie sich über Mathe streiten. Also Kommunikation wird hier extrem hochgefahren. Ist nicht immer sicher, ob es zum sicheren Ergebnis führt, aber es ist ja zumindest eine Kommunikation da, die ich vorhin nie hatte. Kollaboration genauso. Wenn ich sie lasse, machen die immer was gemeinsam. Und das ist eine Stärke von der Jugend von heute. Wir müssen sehr viel allein arbeiten. Ich muss sehr viel allein arbeiten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber die Kids von heute, die wollen gemeinsam arbeiten. Und das müssen wir fördern. Und das ist im Flipped Classroom möglich. Kreativität und kritisches Denken sind jetzt im Mathematikunterricht nicht die obersten Prinzipien. Aber selbst das können wir in Mathe erreichen. Wir können sie selber Erklärvideos erstellen lassen. Wir können sie selber Aufgaben erstellen lassen. Wir können sie gegenseitig in die Lehrer-Schüler-Rolle steigen lassen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die ich jetzt leider nicht mehr schaffe, weil der Workshop zu Ende ist, die ich aber auf der Folie auf meiner Homepage noch dran habe, wie ich versuche, den kreativen Prozess im Unterricht anzuhauen und aber auch kritisches Denken. Nur als Beispiel, ich versuche, dass Schüler sich gegenseitig Feedback geben. Und das Feedback, das erste schaut so aus, hey Alter, völlig falsch, hey, was machst du denn da, hey Spaß, was ist denn hier los? Also das geht im Endeffekt genau auf das raus, was dann bei Facebook auch drunter steht. Und hier frage ich dann, du, was ist denn eigentlich gutes Feedback? Hat der mit was damit anfangen können? Wir machen das Gleiche danach nochmal. Hat auch was mit kritischem Denken zu tun, beziehungsweise auf Vorbereitung aufs 21. Jahrhundert. 12.45 Uhr. Vielen Dank für den echt energetischen Workshop. Auf meinem Reiter Fortbildung finden Sie die Präsentation von heute und da stecke ich auch nochmal den Link drunter. Gerne an dem Padlet noch weiterarbeiten, wenn Sie eine Idee haben oder auch noch Fragen reinstellen zu dem anderen Padlet. Einen schönen Tag noch und bis bald. Tschüss. Corporate Design reinpacken, optische Gestaltung absolut.